Wir haben hier die beiden Gräser Sulfurodermin und Uranin. Uranin sieht als Puder, als fester Stoff so aus. Kleine krümelige Kristalle. Und Sulfurodermin hier als ein feines Puder, als eine staubartige feste Substanz. Aufgelöst in Wasser sehen die Gräser in hoher Konzentration so aus, also orangefarben, ein bisschen gelblich und Sulfurodermin so. Ich gebe jetzt Wasser hinzu, um zu zeigen, wie sich die Substanz verändert durch die Verringerung der Konzentration. Die Farbe schlägt um zu grünlich-gelb und man sieht jetzt schon die Fluoreszenz. Wenn ich weiter verdünne, dann wird der Stoff immer noch fluoreszierend gelb. Wenn ich jetzt Sulfurodermin verdünne, die Farbe ist fast schwarz-violett, dann wird sie mit der Zeit, man kann sagen, purpurrot. Diese Stoffe sind ja ursprünglich auch Farbstoffe gewesen zum Färben von Kleidung oder zum Einfärben von Gegenständen oder Chemikalien, Putzmitteln. Wenn ich das weiter verdünne, dann schaut das so aus. Das sind jetzt sehr hohe Konzentrationen. Jetzt würden wir die Konzentrationen verringern durch Verdünnung. Sieht, wie die Farbe jetzt bei einem großen Konzentrationsbereich noch erhalten bleibt. Das Sulfurodermin wird dann allmählich rosafarben. Ich kann das jetzt noch 10-mal wiederholen, bis dann irgendwann die Farbe verschwindet. Die Färbung ist schon intensiv. Wir versuchen bei Gräserversuchen immer so zu arbeiten, dass man die Gräser eigentlich nicht sieht. Also deutlich noch unter dem Sichtbarkeitsbereich. Sie sollten auf keinen Fall Puder mit ins Gelände nehmen, also den Gräser immer im Labor vorlösen, denn durch einen kleinen Windstoß kann sich das verteilen und dadurch haben Sie alles kontaminiert, Ihr Material, Ihre Kleidung, Ihre Probenflaschen. Das wäre ein Desaster. Also Gräser immer im Labor lösen. Was dann passiert, sieht man hier. Ich gebe jetzt Wasser dazu. Sofort habe ich eine intensive Färbung durch den Gräser.